Hallo, herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2. Ich habe mir ein bisschen was dazu angeguckt und ich habe einen guten Guide gefunden, weil also ich war echt ein bisschen verzweifelt. Ich habe das probiert und es funktionierte nicht, diese blöde Mastery zu kriegen. Und jetzt habe ich tatsächlich den Fehler gefunden, nämlich ich muss tatsächlich scheiß auf Zeitraffer und Echo-Dinger, weil ich habe keine Zeit. Solarlanze. Solarlanze ist fucking stark und macht alles weg. Ich hätte jetzt auch noch ein paar Punkte frei. Dann mache ich die mal in Startversorgung rein. So. Sperr des Adun. Das war ich schon. Armee. Scheiß auf den Hetzer. Dragona ist the way. Ich meine, der macht halt auch mehr Damage. Deswegen sollte man lieber den nehmen. Erhöhter Schaden und so weiter. Ja, weil der kann zwar keine Lufteinheiten machen, glaube ich. Ne? Boden. Ne, Boden und Lufteinheiten. Was das schon, ja, ist auf jeden Fall deutlich besser dafür. Ich probiere es jetzt einfach nochmal da auf schwer. Und, ey, also, ich will es jetzt einfach nur hinter mich bringen. Und es sollte eigentlich gar kein Problem sein. Aber ist es dann ja doch. Naja. So, wir machen jetzt hier eben die Mastery-Mission. Und danach gehen wir. Und machen noch den Rest. Das heißt, da fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Mission. Ich gehe hier auch gleich darüber und mach hier schon mal weg, weil das geht. Wenn wir ihn zuerst sichern, wird er uns als Stützpunkt dienen, von dem aus wir die anderen angreifen können. Ich erfasse vor uns eine elektromagnetische Waffe. Das Feld, das von diesen Geräten ausgeht, wird langsam unsere Schilde beschädigen. Ihre Solarit-Reaktoren könnten uns möglicherweise nützlich sein. Ich empfehle dringend, diese Geräte zu zerstören. Da sollte. Also, zeige euch jetzt nur noch mal, wie ich das gefunden habe. Ne? Das ist jetzt hier kein Original von mir. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich es halt auch gesehen gekriegt habe. Und so passt das dann. Dann habe ich hier nochmal zwei hin. Zwei machen. Da gehst du mal rum. So. Ich glaube, einer ein bisschen hier rüber. Upgrades auch scheißegal. Brauchen wir tatsächlich alle nicht. Noch ein Dragoner mehr. So. So, dann machen wir jetzt die weg. Geh mal wieder zurück. So. Kriegen wir noch einen? Jawohl. Ah ne, erstmal die Reiter wegmachen. Da ist ein Zer. Die machen schon gut Schaden. Das muss man schon sagen, ey. So. So, das aber nicht mehr beschädigen, weil sobald es auf Rot geht, brennt es. Und dann ist es irgendwann von alleine tot. Das wäre unglücklich. Ich brauche hier auch nicht mehr Echo. Das hier reicht völlig aus. Naja, jetzt war eh zu spät. Ja, das passt schon. So, obwohl ich hier noch einen Pylon gut will. Obwohl ich kann ihn heranwarpen, ne? Aber nee, das kostet Energie. Die brauche ich, glaube ich. Ja, die brauche ich definitiv. Die Energie. So, dann mal hier hochgehen und eben das Ding da wegmachen. Meine Vermutung war korrekt. Diese Solarit-Reaktoren können die Leistung des Solarkerns erhöhen.
Es befinden sich zwei weitere dieser Geräte auf der Plattform. Falls möglich, solltet ihr diese ausfindig machen. Der Sturz von Skyshield nähert sich schnell der kritischen Marke. Wir müssen umgehend einen Stabilisator reparieren. So. Ich brauche auch nicht die rechts, die beiden. Die sind schwerer zu erreichen als die hier, weil die hier ist so dieser Knotenpunkt. Und der ist sehr schnell erreicht. Jetzt hier weiter. Da einer. Ist da links kein Tank? Normalerweise wäre da auch einer gewesen. Aber ist nicht so wichtig. Oh, habe ich den abgebrochen. So. Naja. So, der kann den hier angreifen. Das Möbius-Korps mobilisiert zum Angriff gegen unseren Nexus-Punkt. Macht euch bereit. Stabilitätsberechnungen aktualisiert. Commander, eure Konstruktionsfahrzeuge können mit den Reparaturen beginnen. Danke, Artanis. Wir stellen hier ein paar Bunker auf. Die sollten die Stellung halten können, nur durch. Falls sich das Möbius-Korps wieder blicken lässt. Okay, leck. Achtung, sieht so aus, als wenn die Möbius-Jungs Verstärkung zu den Stabilisatoren schicken. Macht euch auf mehr Widerstand gefasst. Aktualisiere Stabilitätseinschätzung. Sehr gut. Das Reparaturteam ist unterwegs. Solarlanze. So, so. Und zum Sichergehen haben wir noch einen hier rüber. Zack. Die Lage ist stabil. Junge. Ein dritter Stabilisator wurde gesichert. Alles klar, wir starten die Reparaturen. Mein Gott. Ja, man braucht gar nicht so diese ganz schwierigen und ganz ekligen hintere Dinge. Man braucht einfach nur die Start. Die Start-Dinger und dann passt das schon. So, jetzt starten wir das nochmal neu und auf normal, glaube ich, oder? 10. Geburtstag. Void. Skyshield. Auf normal. 40-100 mit Orbitalschlag oder Solaranlanz. Du machst dir ja richtig Freunde beim Möbius-Korps. Da lungert ein Haufen. Das kriegen wir aber, glaube ich, jetzt auch noch. Rum. Übernimm dich nicht. Bleib einfach hier drin. Ich glaube, das kriegen wir hier ganz gut mitgemacht, weil ich habe ja hier schon zweimal Solarlanze eingesetzt. Wenn ich jetzt die einfach nochmal einsetze, häufiger, dann sollte das eigentlich hinhauen mit 40 Gegner. Das kriege ich bestimmt hin. Jetzt können wir uns ja auch ein bisschen Zeit lassen. Machen wir hier nochmal ein bisschen Echo und so. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Den hätte ich retten sollen. Schon eine knappe Aktion gewesen. Jetzt haben wir sämtliche Einheiten verloren. Aber egal. Brauchen ja nur die Solarlanze. Ich nur wüsste, welche Mission oder in welche Mission ich die Solarit vergessen habe. It's a shame. Oh. Ach, ich kann ja auch. Stimmt ja. Ich kann die ja auch in Phasenmodus setzen. So. Runwarp, gar kein Problem. Stimmt ja. Das kann so einfach sein. Ah, jetzt ist das dunkel. Ja. Ich muss 40 Einheiten damit treffen, deswegen, das ist sonst ein bisschen wenig hier. Da könnten welche rüberspringen, ne? Naja, das kann ich jetzt nicht mit meinen Einheiten. Leider kein Hetzer. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Das sind auch nur zwei. Lohnt sich ja fast nicht.
Ich bin einfach mal so ein bisschen hier. So, hier. Schließe ich mal da einen hin und da. Oh, ist leider vorbeigeschossen. Nee. Da gehe ich wieder zurück. Klingzeit ist noch nicht wieder ab. Das kostet auch Energie, das mache ich auch nicht. Wenn wir mal zurück in die Base steffen. Hier hoch. Immer nur diese Klecke einhalten. So, jetzt. Dich nehmen wir mal mit. Da und da. Da habe ich schon einige gekillt jetzt. Stabilitätsberechnungen aktualisiert. Das sind noch Ressourcen. Nur noch ein Stabilisator befindet sich in feindlichen Händen. Wir müssen uns beeilen. Jawohl, da auch noch was. Nimm mal alles mit. Dann gehe ich jetzt nächstes da oben hin und guck mal da vorbei. Hier ist auch eine Basis gewesen, ne? Aber da waren noch nicht viele Einheiten, glaube ich. Sie ist wieder ready. Ich hoffe, dass bei dem Schildding mehr war. Nee, gar nicht. Oh. Hier durch, dann da und dann nochmal da, bitte. Nice. Speer schlägt Schild. Das war's, oder? War das das? Weiß ja nicht, wie es hieß. Sky Shield. Ihr seht es wahrscheinlich schon. Ja. Ja, alles klar. Gut, hätten wir das abgehakt. Dann können wir hier wieder rausgehen. Scheiß drauf, tschüss. Auf Brutal haben wir es einmal geschafft. Dann auch nochmal mit der Extra-Mission. Warum ist das so dunkel? Hallo? Ah, ich war irgendwie im Menü, aber dann doch nicht. Dann, wie viel Zeit haben wir? Ja, wir haben noch locker Zeit. Zwei Dinge haben wir jetzt schon in einem abgehakt. Dann können wir eigentlich jetzt nochmal eben schnell aufräumen. Das heißt, die erste Mission hier nochmal eben auf Brutal machen. Da gehen wir einfach, rennen wir kurz einmal durch und dann ist es gut. Dann haben wir die auch geschafft. Auch wenn nur einmal durchrennen, wirklich. So. Ja, schöne Cutscene, genau. Weiter. Ich habe jetzt auch nicht mehr Einheiten gekriegt als vorher, ne? Krieger, Ajur erwartet euch. Ja. Zieht in den Kampf und erobert eure Heimat zurück. Wenn er sagt, Ajur erwartet euch, ist das so ein bisschen wie der Himmel erwartet euch und die Jungfrauen warten schon darauf, euch zu kommen, oder? Zur Unterstützung. Setzt sie mit Bedacht ein, Atanis.
ich gehe jetzt halt nicht davon aus, dass ich irgendwie taktisch arbeiten muss, weil ich hatte immer gedacht, ah, ich muss ein bisschen hier taktieren und da taktieren. Aber es ist halt eine Tutorial-Mission, ne? Also die allererste Mission überhaupt in dieser Kampagne. Ich glaube, ich kann hier einfach durchrennen, selbst auf brutal. Ganz in eurer Nähe befindet sich ein Schwarmcluster. Ihr solltet ihn zerstören, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Quatsch, lass ich. Keine Zeit dafür. Machen gut Damage. Aber ich habe schon wirklich viel weniger Einheiten. Klar, ich hätte einfach das da unten zerstören können, dann kriege ich Einheiten dazu, aber... Ich weiß nicht, habe ich nicht so Bock dazu. Bock drauf. Silendis, die Warp-Verbindung ist sicher. Schickt Verstärkung. Ach komm, geht nochmal zurück. Komm. Obwohl. Zwei Warp-Verbindungen, ja, komm. Sind immer noch in der Gewalt der Zerg. Ein bisschen was hat es ja gebracht. Und da ist ja, da verliere ich ja auch nichts. Eigentlich. Kann man das mitnehmen? Was mache ich mir da eigentlich Sorgen? Kostet ja nur Zeit. Die haben wir aber. Gut gemacht, meine Krieger. Nun lasst uns die Warp-Verbindung zurückerobern. Oh, haben wir schon. Weil ich einmal nach vor und dann wieder zurückgegangen bin. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Symbol ist. Dieser komische, dieses Ei oder so, was da gecrackt ist. Jetzt ist das weg. Huh. Ah nee, ich wollte ja... Die Kolosse einzeln. So. Passt schon. Einfach rein. Artanis, in der Umgebung befinden sich noch mehr Schwarmstöcke. Ihre Zerstörung würde den Zerg einen vernichtenden Schlag versetzen. Ich finde aber, dass die Anfangsmission hier in Legacy of the Void, von bedeutend anders ist als jetzt in den anderen beiden. Ne? Also, Hierarch, wenn ihr erlaubt, werden wir uns euch anschließen. Okay. Bei Legacy, nicht Legacy, bei Wings of Liberty, da war es ja so, dass man mit Rayna gestartet ist und ein paar Marines und dann halt diese Mengst-Propaganda erledigt hat. Und. Oh, nee. Das ist der Ultralisten, Digga. Da gehe ich nicht hin. Ah. Nicht, wenn ich nicht muss. Und in Heart of Swarm war es so, dass man in dieser Testkammer war und mit Kerrigan erstmal irgendwie was aufgebaut hat, glaube ich. Also erstmal so ein Tutorial, yo, wie macht man Schwarmstück mit der Drohne. Ich glaube, das war da das Ding. Und hier ist halt erstmal Riesengemetzel, Riesenschlacht um ganz Ajur. Ist einfach so die Tutorial-Mission. Weil es so einfach ist, das Ding zu erobern und man einfach eine übermächtige Armee die ganze Zeit zur Verfügung gestellt hat. Finde ich auch irgendwie ganz geil, wenn man da halt dadurch direkt gehuckt ist und nicht erst so, ja, also bevor der Danke, Zeratul. Ja, ihr habt recht. Egal, ich rede jetzt einfach weiter. Also man hat halt nicht das, man wird nicht erstmal so geblueballt und sagt, ja, also es ist schon geil, aber bevor du das zeigen kannst, musst du erstmal dies und das machen, Echo aufbauen und hier und da und dies, das. Sondern hier ist halt so, ja, wir zeigen dir einfach, wie geil das ist. Du kriegst einfach eine riesen Armee und radierst einfach 1000 Zerg aus. Ist doch geil. Oder? Ja. Ja, scheiße, ich habe keine Löffeleinheiten mehr. Kann die Luft angreifen. Das ist jetzt natürlich super bitter. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Ich schaff das nicht. Okay, gut. Das ist halt nicht so einfach. Ich renne einfach durch, weil ich auch denke, dass ich einfach durchrennen kann. Ach, come on, ey. Ja, gut, okay. Brutal ist doch ein bisschen schwieriger als auch schwer. Die zweite Warp-Verbindung wird gerade aktiviert.
C-Matrix-Signal bestätigt. Dann mache ich halt nochmal hier die anderen Dinger. Komm, wir gehen jetzt erstmal da hinten hin. Wir haben mehr Zeit, ne? Ich hätte jetzt gedacht, ich fange einfach nochmal neu an, aber der Spielstand hat mich jetzt hierher gebracht und ich glaube, das ist noch ein Spielstand, den man recovern kann. Guck mal, hier ist doch kaum was. Ja, das kriegen ja die Kolosse alleine hin. So. Gar kein Problem. Free Einheiten. Ein Schwarmstock. Vernichtet ihn. In den Kampf! Ihr Schwarmcluster wurde zerstört. Weiter, Brüder! Ein paar Einheiten, aber hey. Besser als nix. Wir nehmen jetzt alles mit. Ach, die gehen einfach rüber, ne? Ja, ja. Die guten, ne? Oh, nice, ich kann einen locken. Oh, ne, die kommen auch. Aber nicht alle. Voll gut. Jawohl. Mega. Kolosse. Einfach Babo. Die machen Debuff, dass die Bewegungsgeschwindigkeit bringt. Wow. Kala, unsere Klingen leiten. Ein weiterer Schwarmstock wurde ausgeschaltet. Nur noch einer verbleibt, meine Krieger. Scheiß auf die Königin. Diesmal lasse ich sie entkommen. Sicher kann man auch alle Missionen auf einmal machen. Wenn ich darüber nachdenke. Artanis, diese Brut handelt koordiniert. Das zeugt von einer Intelligenz jenseits verwilderter Zerg. Ihr habt recht, Seratul. Es scheint, als stünden sie unter dem Einfluss einer unsichtbaren Macht. Wir müssen wachsam sein. Ja, doch. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich es nicht nur schlimmer mache gerade, aber doch. Das läuft gut. Besonders Hetzer brauche ich. Möge dies der erste Sieg von vielen weiteren sein. Ajur wird wieder uns gehören. Ich habe sonst nichts, was Luft angreifen kann. Super bitter. Wie eben gerade. So eine Lufteinheit und greife mich weiter an. Super. Genau so muss das. So, jetzt kommen wir aber erstmal. Die letzte Verbindung liegt vor uns. Zeig den. Nein, nicht einfach reinrennen. Ah, oh mein Gott, das war richtig bad. Fuck. Diese. Wer sind Neideswürmer? Die sind wirklich schlimm. Die ganze neue Spawn. Aber das sieht hier sehr gut aus. Betreten. So, spawn bitte. Und zurück. Kommt doch her. Es kommen nur zwei. Ja. Ja, es kommen nur zwei Stück. Nice. Ich bin jetzt super vorsichtig, ne? Sieht man, glaube ich. Von, ja, ich renne einfach durch zu jeden Einzelnen. Das sind für Viecher.
Hör auf! Das ist das Ende eures Volkes. Toll, mach das. Sehr schön. Die Dinger, Alter, solcher. So. Ich will nicht sagen, das war blöd. Also das ist schon ein bisschen kacke gewesen, dass ich das auf dem zweiten Try erst geschafft habe. Ja gut, okay. Lass uns nicht weiter drüber sprechen und lieber drüber reden, dass wir in der nächsten Folge weitermachen, wo wir die nächsten Missionen auf brutal machen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.